So, meine Freunde, und willkommen zu MKW. Ja, warum nicht MK7? Ich hatte gerade irgendwie mehr Lust auf MKW und deswegen nehmen wir auch mal kurz MKW auf. Und ja, ganz schädlich fand ich natürlich hier mit, boah, Alter, schön Windschatten gezogen. Bam, Alter, mit Mario, dem schönen Minibike ist es, glaube ich. Und ja, chillen wir uns hier ganz bequem durch. Aber ich will natürlich hier was anderes nutzen. Ich will natürlich nicht hier MKW fahren, dies, das. Ich will natürlich ein paar Infos preisgeben. Und diese Infos sind ziemlich, ziemlich wichtig und ziemlich kanalintern. Und da ist Monat, die ist auch ziemlich intern. Und zwar, wenn euch was an den Kanal liegt, dann wäre ich sehr dankbar, beziehungsweise sehr glücklich, wenn ihr hier mal ein bisschen zuhören würdet. Und zwar geht es um mehrere Dinge, um zum Beispiel einen Upload-Plan, um wo ihr Sachen sehen könnt, wann was kommt, um eben neue Projekte, um die Wi-Fi-Battles, was damit jetzt los ist, mit Pokémon Y und alles Mögliche. Das wird jetzt alles geklärt in diesem Video, weil im letzten, ich habe mir bis zum letzten Video ein paar andere Gedanken gemacht und ich habe das am Wochenende nicht alles geschafft. Ich habe am Wochenende 10 Aufnahmen geschafft, das sind 10 Parts, das reicht für nächste Woche eigentlich bis Donnerstag, bis Mittwoch fast. Bin ich sehr stolz drauf gewesen, also dass ich das alles hingekriegt habe. Auch längere Parts, über 20 Minuten immer ungefähr. Und auch mit Facecam da, mit Mario und alles. Was sehr gut ankam bei euch, bin ich sehr glücklich gewesen. Also Props dafür nochmal. Also dafür nochmal fetten Daumen hoch euch. Und ja. So, erstmal zu den Wi-Fi Battles. Das ist wohl das Wichtigste, was die meisten wollen. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich habe zwar jetzt eure 3DS-Codes, habe noch nicht alle geaddet. Ich habe, glaube ich, jetzt ungefähr 30 oder 40 Stück schon geaddet. Ich glaube, man kann 100 annehmen oder sowas, aber ich brauchte nach dem Abend erstmal eine kurze Pause und habe da erstmal geguckt, was für Pokémon ich da habe. Mir fehlt auf jeden Fall noch ein Datiri. Viele haben auch in die Kommis schon geschrieben, hey, ich habe noch ein Datiri mit allen 4 EV-Werten, dies, das, Ananas und so. Weiß ich nicht, ob ich das von euch annehme. Ob das dann, wenn das vernünftige Wesen sowas hat und dann nur noch gelevelt werden muss und nicht unbedingt gezüchtet werden muss oder wenn es schon gezüchtet ist und alles, dann nehme ich es gerne an. Aber nur, wenn ihr es mir wirklich geben wollt, ganz ehrlich, weil, keine Ahnung. Eigentlich nehme ich nur nicht so gern was von anderen Leuten an immer. Weil, keine Ahnung, ich fühle mich dann immer so schlecht. So, ich muss euch jetzt auch was geben. Aber, keine Ahnung, ist ja eure Sache. Also, falls ihr irgendwelche Pokémon habt für mich, könnt ihr mir die gerne geben. Müsste ich dauer bloß dann, bis ich das irgendwie herausfilter. Am besten schreibt ihr mir dann PN und sowas. Apropos PN. Dank Google Plus, habe ich ganz vergessen, PNs mir überhaupt anzugucken. Weil PNs sind unter Postfach und ich benötige das Passwort. Postfach eigentlich überhaupt nicht mehr bei YouTube, weil die ganzen Kommentare werden angezeigt über so eine Glocke und da klicke ich drauf, da habe ich meine Kommentare. Und deswegen habe ich das Postfach total vernachlässigt. Da liegen jetzt irgendwie 20 Nachrichten drin, die ich noch alle beantworten muss. Also chillt euer Leben, falls er als eure noch nicht beantwortet wurde. Und ihr braucht mir auch keine Freundescodes irgendwie per PN schicken, weil ich... Alter, was ist das denn? Spacko, ey. Ja, fuck, ich bin bloß gegen Schild, ey. Arschloch, du, ey. Ich mein Popoloch, du, ey. Deswegen braucht man die nicht per PN schicken, weil da fühle ich mich schlecht, weil ich dann sage, ah, der hat mir extra eine PN geschrieben, soll ich den extra nehmen? Oder soll ich dann sagen, nee, der anderen, sind aber andere nicht so glücklich, weil sie nicht drangenommen worden sind. Und dann muss ich mir überlegen, wie ich das dann mache, deswegen. Also da chill ich mein Leben so ein bisschen. Und ja, wie soll ich das sagen? Wir haben eine gute Platzierung gemacht, yeah, wir sind super best. Das Beste von Persil. Super, ja, geil, ja. Ja, Wi-Fi-Battles werden dann irgendwann nächste Woche starten. Vielleicht auch erst übernächste Woche. Wie gesagt, Leute, ich muss erstmal leveln. Ich werde erstmal ein vernünftiges Team da machen. Das dauert eben ein bisschen. So, da sind wir auch schon wieder. Und zwar geht's weiter, ganz chillig. Und zwar mit dem Thema Pokémon Y. Ja, ich werde wahrscheinlich nach dieser Aufnahme, nach der MKW-Aufnahme, daran setzen und dieses wunderbare Naslog-Projekt aufnehmen. Ich habe vorhin einen Rune Factory-Part aufgenommen. Ich habe noch einen Mario-Part aufgenommen. Ich habe noch... Was habe ich noch aufgenommen? Pokémon Colosseum 2 Parts. Also die werden auch wiederkommen. Nächste Woche. Und ich habe Frühstück, das heißt, ich habe sehr viel Zeit zum Aufnehmen. Das heißt, es werden viele Aufnahmen auch kommen. Ich versuche 2 Parts pro Tag zu machen. Jetzt kommen wir auch schon zum Thema Uploadplan. Wo auch Pokémon Y schon drin ist. Also das könnt ihr euch festlegen. Also ich werde entweder gleich werde ich Pokémon Y noch aufnehmen oder morgen. Das wird dann am Dienstag kommen. Ja, am Dienstag. Und am Dienstag kommt dann auch Pokémon Y und Rune Factory Frontier, habe ich mir gedacht. Und am Montag, also morgen, kommt dann für euch ganz chillig Pokémon Colosseum und ein Part Mario 3D World. Warum habe ich gerade diese Kombination gemacht? Keine Ahnung warum. Aber zweimal Pokémon und einen Tag fand ich scheiße. Deswegen habe ich gedacht, einen Tag Pokémon, anderen Tag Pokémon und anderen Tag jeweils die anderen Projekte. Deswegen finde ich ganz gut die Kombination. Deswegen, was sagt ihr dazu? Und falls mal ein Part nicht kommt... Wenn ich das ankündigen, steht dabei über uns drin. Ihr könnt ja auf meinen Kanal klicken.
Also für alle jetzt, die per PC online sind. Ich weiß nicht, ob es per Handy oder sowas geht. Da stehen ja Videos, Diskussionen und über uns. Ich weiß nicht, warum über uns heißt. Es ist ja nur eine Person. Aber egal. So stellt sich da aktuelle Infos und da steht bla. Also stand da jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr oder so. Was einfach total egal war. Und dort, wenn jetzt mehrere Fenster stehen, so Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Einfach für die nächsten Tage. Und da steht dann drin, wann was kommt. Wenn Special kommt, steht das da drin. Wann die Wi-Fi Battles kommen, wenn ich weiß, wann sie kommen, steht das da drin. Wenn ein Infovideo kommt, weiß ich, steht das da drin. Wenn irgendwas anderes kommt, steht das da drin. Vielleicht werde ich auch die Parts so benennen, zum Beispiel so, ey, Alter, da kommt dann auf einmal hier so Boss-Time und so bei das und das. Und ja, werden wir dann ja sehen, ne? Deswegen, ihr könnt mir mal ruhig in die Kommis posten, wie ihr das findet. Also jetzt so, wie ich das jetzt machen will. Dass ich das jetzt alles so übersichtlich auf über uns habe da. Dass ihr immer nachgucken könnt, ey, wann kommt endlich Pokémon XD? Ach so, gar nicht, weil wir Pokémon Kolosseum laufen haben. Ja, so genau. Ne, Pokémon Kolosseum wird dann aber, ich werde das so machen, dass so Montag, Dienstag. Also Montag kommt dann wahrscheinlich, wie gesagt, Pokémon Kolosseum und Mario. Und dann kommt Dienstag wieder Pokémon Y und wie hieß es? Rune Factory. Dann Mittwoch wieder Mario und Pokémon. Dann Donnerstag wieder. Ja, ihr wisst, Leute, was ich meine. Also immer abwechselnd die beiden Projekte. Und am Samstag und Sonntag, weil jetzt viele sagen: Hä, du hast doch nicht nur vier Projekte. Ja, ich habe auch noch ein Projekt. Und das ist das gute Projekt: Animal Crossing. Und viele haben mir gesagt: Hä, du machst irgendwie immer dasselbe da. Und das gefällt uns nicht mehr. Und mach doch mal was anderes. Und ja, ich habe auch schon oft so ein bisschen eine Straße da gebaut und sowas. Und das ganze Dekorieren und sowas werde ich dann mit euch wohl machen. Und das werde ich dann wohl am Wochenende, am Samstag oder Sonntag jeweilig hochladen. Kommt drauf, wie ich Bock habe. Entweder es kommt Animal Crossing oder nicht. Ich will es nicht mehr so als normales Projekt einstufen. Ich will es mehr so als Zwischendurchprojekt einprüfen. Einstufen. Weil, keine Ahnung, man macht eigentlich, wie gesagt, immer nur dasselbe. Wenn irgendwas Besonderes ist, Weihnachten oder sowas oder irgendein Turnier, werde ich das dann machen da. Das werde ich dann so, weil ich einstellen dann. Deswegen, dann machen wir das dann. Und ja, dann gibt es entweder Samstag und Sonntag Animal Crossing oder nur einen Tag Samstag oder Sonntag Animal Crossing. Weiß ich noch nicht. Und dann werden es immer, wie gesagt, die Projekte werden abwechselnd kommen und Animal Crossing wird irgendwie am Wochenende kommen. Wi-Fi Battles, wenn die kommen, weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Entweder ich werde es dann auch am Wochenende machen oder mal dazwischen rutschen irgendwie. Aber wird dann alles über uns stehen. Deswegen, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Da braucht ihr nicht battlen, wann was kommt. Ich habe es dann festgelegt und wie ich Zeit habe, wird es dann kommen. Und wenn ich mal sage, hey, ich habe keine Zeit, um 3D World aufzunehmen, dann kommt an dem Tag eben nur ein Video. Ist halt so, da kann ich auch nichts machen. Ich bin auch kein Mensch, ich kann mich nicht zerreißen, ich habe ein Real Life, ich muss arbeiten, ich habe auch noch irgendwie alles andere hier um die Ohren, als jetzt nur Videos aufzunehmen, zu rendern und hochzuladen und Thumbnail zu machen. Ihr wisst gar nicht, wie viel Arbeit das ist. Ich habe es für Super Mario 3D World zum Beispiel, was ich am Samstag, am Freitag bekommen habe und am Samstag gleich aufgenommen habe. Am Samstag habe ich es aufgenommen um 12 Uhr. Aufgenommen, halbe Stunde ungefähr, also 40 Minuten ungefähr mit rausschneiden und sowas. Hochgeladen, gerendert, hat 3 Stunden gedauert mit Thumbnail machen und alles. Also das ist schon viel Arbeit für ein Video, das wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht. Aber ich hoffe, ihr werdet das jetzt ein bisschen wertschätzen. Ihr wisst jetzt auch, wo ihr alles finden könnt. Also über uns, Uploadplan ist da drin. Wi-Fi-Kämpfe werden kommen, Y wird am Dienstag hoffentlich kommen. Ich werde mich gleich dran setzen an der Aufnahme. Muss noch ein Thumbnail irgendwie generieren und machen. Und ja, vielleicht kann es auch mal sein, dass ich neuere Projekte ein bisschen pushe und mal ein, zwei Parts nacheinander mache, wie zum Beispiel Y mal Mittwoch dann vielleicht noch mal ein Part mache, weil erster, zweiter Part so ein bisschen Abstand zu machen, dann ist doof. Deswegen vielleicht nacheinander dann gleich. Habe ich ja bei 3D World auch am Wochenende gemacht, beziehungsweise gestern und heute. Aber, meine Freunde, das war's auch schon mit einem kurzen Infovideo. Deswegen, kurze, knackige Aufnahme, deswegen, ich habe auch nicht so viel Zeit gerade, deswegen, ich muss mich hier gleich an Y ran wagen und nochmal Abendessen machen und dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid. Von daher, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem irgendwie gefallen, ich hoffe, ihr seid jetzt irgendwie auf dem Laufenden und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Kommi da und haltet mal und sagt mal eure Meinung dazu, was ihr davon haltet. Und ja, ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr das befürworten würdet über uns, da ist eigentlich nicht so viel Arbeit, deswegen wollte ich es auch eigentlich machen. Und ja. Das war's für heute, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal und bis morgen dann bei 3D-Land und bei Kolosseum. Ciao.